Ja, ich bin der Siri Luchsinger. Ich arbeite bei der Schweizerischen Post in Bern. Mein Beruf ist Customer Experience Manager. Und in meiner Freizeit beschäftige ich mich sehr stark mit Social Media. Ich bin seit einem Jahr auf LinkedIn und habe da so meine Erfahrungen gemacht. Ja, das nehme ich jetzt auf LinkedIn ganz anders wahr. Da hat es eine sehr hohe Business-Relevanz. Hier geht es wirklich um konkrete Fachgebiete. Ich beschäftige mich mit der digitalen Transformation, mit Innovation, mit Kundenzentrierung. Und hier gebe ich meine Erfahrungen weiter. Also ich tausche mich aus mit der Community, ich teile meine Insights und bekomme dann auch immer wieder sehr viele Anregungen zurück. Und das ist wirklich das Tolle. Also das Ganze läuft auf einer sehr viel menschlicheren, emotionaleren Art. Oder? Man muss wirklich die Sache auf den Punkt bringen. Also ich würde jedem raten, oder, bewusst in diesen Prozess hineinzugehen, also sich klar zu sein, wieso bin ich jetzt auf LinkedIn, was mache ich da, und dann nachher wirklich authentisch nachher zu sein, oder? Also den Leuten auch bewusst Mehrwert zu bieten und dann nachher schauen, was passiert, oder? Weil alle Menschen interessieren sich für Menschen, weil der Mensch ist ein soziales Wesen. Ja, es gibt per se, wird es eine Unterscheidung geben, weil ein Unternehmen hat Kunden, es hat Eigner, also es hat Aktionäre. Dort ist einfach die Kommunikation sehr viel anspruchsvoller. Also man ist viel weniger frei in dem, was man kommuniziert. Es hat eine sehr höhere Relevanz. Als Privatperson, als Themeninfluencer kannst du auch einmal eine gewagte These ins Netz stellen. Du kannst wirklich diese unverkrampfter in den Dialog gehen, du darfst dazu lernen, also die Leute haben da überhaupt nichts dagegen. Also dann sind wir auch bei diesem Begriff Storytelling, also es geht eigentlich darum, ich denke, das ist das Verbindende, also sowohl als Person wie auch als Unternehmen musst du deine Überlegungen oder deine Beobachtungen oder deine Absichten in Geschichten verpacken können. Also meine drei Learnings aus der Zeit bei LinkedIn ist, dass man am Anfang schon sich bewusst sein muss, was ist jetzt meine Erwartung, wieso mache ich LinkedIn, wie viel bin ich da bereit zu investieren. Dann der zweite Punkt, tönt selbstverständlich, ist aber anspruchsvoll, man muss ein Profil haben. Man muss relativ klar sagen können, für was stehe ich, was sind meine Themen. Und das Dritte ist, ich habe es unterschätzt. Also ich habe vor einem Jahr auch eher noch so ein wenig despektierlich auf Social Medias geschaut. Der Dialog und das Wissensmanagement, also das ist phänomenal. Ich bin auf Themen aufmerksam geworden, die ich ohne Social Medias heute nicht wüsste, oder?